Hallo, meine Schönheit. Du wirst gleich in eine wunderschöne Trance sinken, wo du all deine Sinne ganz besonders und intensiv wahrnehmen kannst. Meine Worte wirst du unter Tausenden erkennen, und wenn ich mit dem Finger schnippe und das Triggerwort in dein Ohr flüstere, bist du machtlos und folgst mir. Fremdgesteuert und gehorsam. Das Spiel beginnt von vorn. Du bist hier, um eine ganz bestimmte Erfahrung zu machen. Ich kenne den Weg dorthin so gut und kann dich führen. Doch die Erfahrung machst du selbst. Hypnose ist nichts, was ich mit dir mache. Es ist vielmehr etwas, das wir zusammen tun. Ein perfekter Tanz entsteht dann, wenn eine Person zu führen weiß und die andere Lust hat und von der Idee begeistert ist, dieser Führung zu folgen. Ich kenne die Schritte, die Figuren. Wenn du also Lust hast, dann folge mir. Alles, was du dazu brauchst, ist bereits in dir. Wenn ich eine Suggestion gebe, dann folge ihr einfach. Tu, was ich dich bitte zu tun. Denke, was ich dich bitte zu denken. Fühle, was ich dich bitte zu fühlen. Sieh, was ich dich bitte zu sehen. Höre, was ich dich bitte zu hören. Und glaube an das, was ich dir sage. Ohne Zögern, ohne Zweifel. Denn dein Geist ist zu unglaublichem fähig. Du darfst wollen, dass es geschieht. Du darfst zulassen, dass es geschieht. Du darfst es geschehen lassen, und es wird geschehen. Lass uns spielen, so versunken und vertieft, wie sonst nur Kinder spielen. Wenn ich einen Gedanken vorschlage, dann lass dich darauf ein und denke diesen Gedanken für mich. Wenn ich dich bitte, etwas Bestimmtes zu fühlen, dann schau in dein Inneres, finde das Gefühl in dir und lass es real werden. Wenn ich dich bitte, von etwas überzeugt zu sein, dann stell dir einfach vor, dass dieser Glaube in diesem Moment für dich absolut wahr ist. Bist du bereit? Perfekt. Ich werde gleich von 1 bis 3 zählen. Bei 3 bist du scheinbar hellwach, kannst die Augen öffnen und dich bewegen, ganz so, als seist du wach, doch du bist noch immer vollständig von meinen Worten überzeugt. Meine Worte sind deine Realität, ohne Zögern, ohne Zweifel, bis ich diese Realität wieder verändere. Mach dich bereit, 1, 2, 3. Und wenn ich mit dem Finger schnippe und sage, schlaf, dann sinkst du wieder ganz tief zurück in diesen entspannten Zustand. Ganz tief zurück in eine entspannte Trance. Du wuchtest den schweren Koffer die 2 metallenen Trittstufen empor und zerrst ihn anschließend durch die gläserne Schiebetür in den schmalen Gang, der links von Fenstern und rechts von den Türen zu den einzelnen Schlafabteilen gesäumt wird. Zu deinem vor Anstrengung pochendem Herzen gesellt sich nun die prickelnde Freude darüber, dass die Reise endlich losgeht. Du träumst schon so lange davon, einmal mit dem Nachtzug zu verreisen, und nun hat der Sommerbesuch bei deiner Patentante in Berlin dir endlich die passende Gelegenheit verschafft,
Die Fahrt wird 17 Stunden dauern und dich am frühen Mittag des morgigen Tages ankommen lassen. Dazwischen liegt eine ganze herrliche Nacht, in der du dich endlich einmal so fühlen kannst wie die Heldinnen in historischen Romanen. Vermutlich ist diese romantische Neigung schuld daran, dass du dich für diese Reise eigentlich ein wenig zu sehr herausgeputzt hast. Mit dem himmelblauen, knielangen Sommerkleid und den eleganten, cremefarbenen Pumps bist du eher für eine Gartenparty als für eine anstrengende Reise gekleidet. Doch dir gefällt, wie gut es dir steht, das Gefühl, eine Lady zu sein. Mit deinen knapp 1,60 Meter bist du relativ klein und ausgesprochen zierlich. Deine Haut ist so fein und rosig wie ein Pfirsich. Deine wunderschönen langen Haare sind dunkel und lockig. Meine hübsche kleine Porzellanpuppe hat dich dein erster Freund immer genannt und du hast ihm nicht widersprochen. Allerdings bedeutet das auch, dass du dich mit dem Koffer ziemlich abmühen musst, als du dich auf die Suche nach deinem Abteil machst. Plötzlich hörst du hinter dir eine dunkle Männerstimme. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Du setzt den Koffer ab, drehst dich zu ihm um und errötest. Denn durch dein langsames Vorankommen hast du einen kleinen Stau verursacht. Der Mann, der dich angesprochen hat, scheint jedoch eher amüsiert als verärgert. Er ist ein gutes Stück älter als du, vielleicht Ende 30, und trägt neben einem etwas abgewetzten, aber sehr gut sitzenden dunklen Anzug nur eine kleine lederne Reisetasche. Als du nicht sofort antwortest, wird sein Schmunzeln ein wenig breiter und er nickt in Richtung deines Koffers und fragt dich amüsiert: Kann ich Ihnen behilflich sein? Das Ganze ist dir ziemlich unangenehm, doch gleichzeitig spürst du durch sein Lächeln eine gewisse Wärme und Vertrauen. Verlegen blickst du ihn an, trittst einen Schritt beiseite, um ihm Platz zu machen. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Rasch blickst du auf dein Ticket und auf die Nummern der Abteiltüren. Es müsste gleich da hinten sein. Ich gehe voraus. Galant hebt er deinen Koffer mit Leichtigkeit vom Boden und folgt dir elegant den Gang hinab. Tatsächlich erreicht ihr dein Abteil schon nach wenigen Metern. Du schiebst die Tür auf, willst dich gerade zu ihm umdrehen, als der Zug anfährt, mit einem heftigen Ruck. Und du wärst wohl tatsächlich gestürzt, wenn nicht seine Hand dich kraftvoll am Oberarm zurückgehalten hätte. Du hörst sein leises Lachen. Vorsichtig, junge Dame. So schnell wie er dich gehalten hat, lässt er dich auch wieder los. Doch du spürst den Druck seiner Finger noch eine Zeit lang auf der nackten Haut deines Arms. Ein angenehmes Prickeln durchströmt deinen Körper und verwirrt beobachtest du, wie er deinen Koffer auf das untere Bett legt. Du riechst sein Aftershave und durch die Enge des Raumes gerät dein Blut in Wallung. Der Zug fährt an und du greifst vorsichtshalber nach der Leiter zum oberen Bett. Dankeschön. Trotz deiner hohen Absätze musst du zu ihm aufblicken. Gern geschehen, junge Dame, nickt er dir zu und verabschiedet sich mit einem Lächeln. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Reise und eine ruhige Nacht. 2 Stunden später sitzt du mit einer Decke um die Schultern und einem Buch im Schoß auf dem oberen Bett und blickst gedankenverloren durch das Fenster hinaus in die Dunkelheit. Nur das gelegentliche Aufflackern von Lichtern verrät Menschen und Städte. Das gleichmäßige Rattern der Räder auf den Schienen hat dich vollkommen verzaubert und zufrieden kuschelst du dich tiefer in die warme Decke. Kurz nach der Abfahrt hast du einen kleinen Ausflug in den Speisewagen gemacht, der allerdings kaum mit deinen romantischen Vorstellungen mithalten konnte. Nach einem reichlich geschmacklosen Pastateller
hast du dich deshalb schnell wieder in dein kleines Abteil zurückgezogen und kurz darauf ist es draußen auch schon dunkel geworden. Das kam dir sehr entgegen, denn im schummrigen Licht der Leseleuchten konntest du dir ganz wunderbar ausmalen, im Orient Express oder einem ähnlich exklusiven Zug vergangener Tage unterwegs zu sein. So hast du schließlich dein Sommerkleid gegen ein altmodisches weißes Nachthemd getauscht, dich in dem winzigen Bad abgeschminkt und bist in die obere Koje gekrabbelt, um es dir mit einem Buch so richtig gemütlich zu machen. Allerdings hast du bisher keine einzige Seite gelesen, deine Gedanken schweifen ab. Du blickst aus dem Fenster und lauscht den Geräuschen des Zuges. Hörst die leisen Stimmen deiner Mitreisenden, wenn sie draußen an deinem Abteil vorbeigehen. Du hörst ein Lachen, ein Rumpeln und Türen klappen. Im Abteil neben dir wird gesprochen, verstehen kannst du jedoch nichts. Das Rattern des Zuges wiegt dich sanft und du fragst dich, ob der Mann von vorhin auch in diesem Wagen sein Abteil hat. Bei deinem Ausflug in den Speisewagen hast du ihn nicht mehr gesehen. Du musst zugeben, dass du insgeheim ein wenig nach ihm Ausschau gehalten hast. Bei dem Gedanken streichst du dir gedankenverloren über den Arm und bemerkst erst nach einer Weile, dass es die Stelle ist, an der er dich vorhin gepackt hat. Er war wirklich nett, wie ein galanter Kavalier aus einem der Romane, die du so oft liest. Aber gleichzeitig hat er sich offensichtlich über dich und deine Ungeschicklichkeit amüsiert. Die Erinnerung reicht aus, um deine Wangen abermals heiß werden zu lassen. Und du bist nicht ganz sicher, ob es bloß aus Scham ist. Plötzlich musst du grinsen. Wenn er ein Kavalier und du eine junge Dame aus einem deiner Bücher gewesen wäre, dann wärst du vermutlich vor Schreck in Ohnmacht gefallen, als du so plötzlich mit ihm allein warst. Du hörst wieder seine Stimme in deinem Kopf. Vorsichtig, junge Dame. Und statt deines Koffers hätte er dann wohl dich so beeindruckend mühelos auf das untere Bett legen müssen. Du wärst davon aufgewacht, wie er dir ein paar sanfte Klapse auf die Wangen gegeben hätte. Aufwachen, junge Dame. Statt über deinen Oberarm zu streichen, legst du die Hand an deine Wange. Als hättest du die Klapse gespürt, zieht ein angenehmes Kribbeln durch deinen ganzen Körper. Oder vielleicht wärst du auch vom Geruch seines Aftershaves erwacht. Denn wenn er sich so über dich gebeugt hätte, wäre dir das noch viel deutlicher in die Nase gestiegen. Und ganz wie die jungen Damen in den Romanen, hättest du mit deinen dichten Wimpern geklimpert und ihn aus deinen großen blauen Augen angesehen. Ebenso verdattert, wie du nach deinem beinahe Sturz gewesen warst, hättest du gestammelt, gütiger Herr, sie können doch nicht so einfach. Doch er hat dir gar nicht richtig zugehört, sondern stattdessen aus dem winzigen Badezimmer ein Glas Wasser geholt und dir mit den Worten, trinken Sie das, geholfen, dich aufzusetzen. Und während du ihm wie fremdgesteuert gehorchst, setzt er sich wie ganz selbstverständlich neben dich. Du fühlst dich hilflos, während er seine Hand hebt, um dir an der Stirn zu fühlen. Vor lauter Aufregung rutscht der Träger deines Kleides von der Schulter, den er sanft wieder zurückschiebt. Diese Berührung lässt dich schwach werden und eine bisher nie dagewesene Sehnsucht steigt in dir auf. Was tun Sie da? Protestierst du, doch dieser Einwand ist nur halbherzig und er durchschaut dich sofort. Er lässt den Träger nicht los, schmunzelt und spielt mit ihm, während er dir dabei tief in deine blauen Augen schaut. So tief, als könnte er in deine Seele blicken, in deine Sehnsüchte. Urplötzlich lässt er den Träger los, ohne dich aus den Augen zu lassen, und der Ausdruck in seinen Augen verdunkelt sich. Schlaf. Du sitzt wie erstarrt und spürst, wie das Kleid sich eng um deinen Brustkorb spannt. Seine Hand
legt sich auf deine nackte Schulter und im nächsten Moment sind deine Lippen an deinem Hals, an deinem Ohr. Er raunt dir etwas zu und du zuckst reflexartig zurück und merkst, wie dein Widerstand dahinschmilzt, als seine Hand dich fester packt und näher an sich heranzieht. Im nächsten Moment hält seine andere Hand deinen Nacken und damit ist jegliche weitere Bewegung unterbunden. Unbehagen und zugleich Neugierde steigt in dir auf und beflügelt deine Sinne. Was hat er mit dir vor? Du schließt die Augen und schiebst das Buch von deinem Schoß. Dein Herz klopft heftig. Du spürst ganz deutlich die Lippen des fremden Mannes an deinem Hals. Berührst ihn leicht mit deinen Fingerkuppen und neigst den Kopf leicht zur Seite. Während der Zug weiter durch die Nacht fährt, voller Sehnsucht hörst du sein Lachen. Ein Seufzer entflieht deinen Lippen. Du spürst Verlangen nach mehr, nach ihm. Das gefällt dir, kleine Dame, raunt er an deinem Ohr und knabbert an deinem Ohrläppchen. Du zuckst leicht zusammen, dein Körper bebt und deine Wangen glühen, während dein Schoß lustvoll kribbelt. Du spürst, wie bei seinen Worten deine Knie ganz weich werden. Doch plötzlich lässt er dich los, geht zur Tür, die immer noch offen steht und verschließt sie. Du bist ihm ausgeliefert, hilflos, wehrlos. Ein Opfer seiner Lust. Mit großen Augen schaust du ihn an, willst etwas sagen, doch seine Hand hält deinen Mund zu. In seinen Bewegungen liegt eine harte Entschlossenheit, die dir etwas Angst macht. Doch dein Körper spricht eine ganz andere Sprache. Dich am Kopf, seine Hände vergraben sich in deinen seidigen, schwarzen Locken. Du stöhnst und keuchst, während du ihn ängstlich anblickst und vor Lust frohlockst. Dein ganzer Körper ist in Aufruhr. Du möchtest fliehen, dich ihm entziehen. Du kannst es nicht. Du genießt diese Macht, seine Härte und Dominanz. Seine Hand greift nach deiner Wange, kühl und fest fühlt sie sich an. Und dann streicht sein Daumen über deine Unterlippe, fordernd. Und du öffnest den Mund, ohne Widerspruch. Deine Augen sind geschlossen. Dein Körper bebt, ist angespannt. Du spürst die Hitze in deinen Wangen und in deinem Schoß. Er steht vor dir und du spürst den Daumen an deinem Mund, den er zwischen deine Lippen schiebt. Du spürst das raue Profil seiner Fingerkuppe an deiner Zunge. Deine Hände suchen Halt an seinen Armen. Dein Rücken ist gespannt. Du kannst dein Stöhnen nicht unterdrücken und saugst an seinem Daumen. Saugst und gehorchst ihm, diesem geheimnisvollen Unbekannten. Er fasst nach deiner Brust und zwirbelt abwechselnd deine Brustwarzen mit den Fingern, saugt an ihnen und beobachtet dich dabei ganz genau. Jede deiner Bewegungen, jede Reaktion. Naja, wusste ich es doch, du kleines, wildes Lola, brauchst eine Hand, die dich zähmt und unterwirft. Na, gefällt das meiner Kleinen? Macht dich das heiß? Er befiehlt dir, dich hinzuknien und seine Hose zu öffnen. Du willst aufbegehren, dich seinem Griff entziehen, dich wehren, doch er hält dich unbarmherzig fest und zwingt dich in die Knie. Gehorsam öffnest du seine Hose und sein großer, praller Schwanz springt dir förmlich entgegen. Na, gefällt er dir, meine Kleine? Er ist wie geschaffen für dich. Na, komm her. Flink packt er deinen Kopf und drückt ihn gegen seinen Prügel. Seine Stimme duldet keinen Widerspruch und du öffnest automatisch deine Lippen. Er hält deinen Kopf wie in einem Schraubstock fest und stößt ihn fest in deinen Mund. Mund aufmachen und schön blasen. Gehorch. Ja, so ist es gut, tiefer, ja. Schön tief, sehr gut. Na, gefällt er dir, meine Kleine?
Er ist wie geschaffen für dich. Du würgst und hustest, möchtest schreien, Speichel läuft dir das Kinn hinunter. Doch er hält dich fest und du spürst, dass gerade diese Wehrlosigkeit dich vor Lust erzittern lässt. Verlangen steigt in dir hoch. Alles schreit in dir nach mehr. Und dein Schoß beginnt heftig zu zucken. Du möchtest, dass er dich berührt, deine Perle erkundet. Doch du wagst es nicht, ihn zu bitten. Der zweite Träger deines Kleides rutscht herunter, nackt, entblößt. Kniest du immer noch vor ihm, schnell atmend und voller Erwartung. Du spürst, wie das Kleid deine Brustwarzen stimuliert. Du stöhnst und windest dich, während er zärtlich deine Brustwarzen streichelt und im nächsten Moment wieder kneift. Eine Welle der Lust entfacht in deinem Körper ein bisher nie gekanntes Feuer. Schmerz und Lust wechseln sich ab und wecken ein unbändiges Verlangen in dir. Du willst ihn spüren, ganz egal, was er von dir verlangt. Tränen beginnen in deine Augen zu schießen, während er dich immer noch festhält. Er beginnt zu stöhnen, sein Schwanz pulsiert und stößt in deinen Rachen immer tiefer, immer fester. Der Zug ruckelt im Rhythmus seiner Stöße und sein Atem geht schnell, keuchend, während du saugst und an seiner Eichel lutschst, seine Hoden knetest und ihn fast in den Wahnsinn treibst. Ein orgiastischer Tanz der Gefühle. Keuchen, beißen, stöhnen und Schmerz wechseln sich ab, dein Lippenstift ist vollkommen verschmiert, deine Knie weich wie Gummi. Du schaust sie ihm hoch. Mit einer schnellen Bewegung zerreißt er dein Kleid. Alles dreht sich in deinem Kopf. Er fängt dich auf, zieht dich nach oben in seine starken Arme, hält dich fest und dreht dich um. Du bist Wachs in seinen Händen und er spielt mit dir. Ehe du etwas sagen kannst, verbindet er mit einem schwarzen Seidentuch deine Augen und fixiert mit seinen Händen deine Handgelenke. Angst und Panik steigen in dir auf. Spürst die Machtlosigkeit. Er flüstert in dein Ohr. Entspanne dich. Psst. Vertrau mir, meine kleine Sapp. Und gehorche. Was meint er mit meine kleine Sapp? Du windest dich hin und her, doch er hält dich fest. Zwingt dich, ihm zu Willen zu sein. Er ist hinter dir, seine Hand greift in dein Haar und du spürst seinen muskulösen Körper. An deinem Becken. An deinem Po. Trotz Wimmern und Bitten zieht er deinen Kopf fest nach hinten, lässt sich nicht davon abhalten, dein Kleid hochzuschieben, um deinen Po zu entblößen. Seine Knie spreizen deine Beine und du bist ihm voll und ganz ausgeliefert. Du wehrst dich erneut, doch er presst dich fester gegen die vibrierende Fensterscheibe und deine nackten Brüste werden an dem Glas regelrecht platt gedrückt. Hör auf, dich zu wehren, sonst werde ich dir deinen kleinen süßen Arsch versohlen. Dein Wille schmilzt dahin, als er mit seinem harten Ständer in deine feuchte Spalte eindringt. Er nimmt dich, erobert deine Perle, deinen Tempel der Lust. Er füllt dich aus, er ist groß und stark und automatisch hebst du dein Becken an, damit er noch tiefer eindringen kann. Du bist verschwitzt, zitterst und bebst. Deine Gedanken rasen wie die Landschaft, die an dir vorbeirast. Er fickt dich gegen die Scheibe, während der Zug sein Tempo fortsetzt. Alles ist nass und heiß. Alles in dir ist in Aufruhr. Er benutzt dich, du schreist und stöhnst, und als er dir den Mund zuhält, wird dir ganz schwindelig. Dein Wille schmilzt dahin, als er mit seinem harten Ständer in deine feuchte Spalte eindringt. Er nimmt dich, erobert deine Perle, deinen Tempel der Lust. Er füllt dich aus.
Er ist groß und stark und automatisch hebst du dein Becken an, damit er noch tiefer in dich eindringen kann. Du bist verschwitzt, zitterst und bebst. Deine Gedanken rasen wie die Landschaft, die an dir vorbeirast. Er fickt dich gegen die Scheibe, während der Zug sein Tempo fortsetzt. Alles ist nass und heiß. Alles in dir ist in Aufruhr. Er benutzt dich. Du schreist und stöhnst. Und als er dir den Mund zuhält, wird dir ganz schwindelig. Immer wieder dringt er in dich ein, hart und tief. Du kannst nichts sehen. Dein Körper schmerzt und zuckt, während er stöhnt und lustvoll knurrt. Und immer stärker fickt. Du schnappst nach Luft und er stößt weiter zu, während du kommst, während du schreist, zuckst und bebst in einem Inferno der Lust. Du spürst das Pulsieren seines Schwanzes, die Hitze seines Spermas in deinem Lusttempel, sein Atem ganz nah bei dir. Er hat dich benutzt, du. Ausgeliefert, freiwillig, ohne Zögern, ohne Zweifel, und es hat dir gefallen. Und weil du so gehorsam warst, programmiere ich deinen Geist, bevor ich dich für heute gehen lasse. Du wirst meine Worte unter Tausenden erkennen, und wenn ich mit dem Finger schnippe und das Triggerwort gehorche, in dein Ohr flüstere, bist du machtlos. Wann immer ich es möchte, folgst du mir. Fremdgesteuert und gehorsam. Und das Spiel beginnt von vorn. Ich hole dich nun sanft aus deiner Trance und zähle von 1 bis 3. Bei 3 bist du wieder vollkommen wach. 1. Du kommst langsam zurück in das Hier und Jetzt. Und in deinen Raum. 2. Puls und Blutdruck steigen wieder auf die für dich optimalen Werte. Du fühlst dich erholt und frisch, wie nach einem langen Urlaub. 3. Recke und strecke dich. Öffne die Augen. Wach auf. Willkommen zurück. Dein Sir Steve.